und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play. Ich bin wieder Avenger und wieder mal auf Zelda Ocarina of Time unterwegs. Im letzten Part haben wir uns die goldene Schub geholt. Ja, ich weiß, es hat ziemlich lange gedauert. Ich habe das selber ein bisschen gewurmt, aufgrund, dass der Fisch halt dann einfach verschwindet, wenn du ihn loslässt. Aber wir haben es dennoch geschafft, mit 18 Pfund die goldene Schuppe zu erwerben. Wir hatten auch ein Herzteil geholt. Also ich denke mal, wir haben ein bisschen was erreichen können. Und jetzt begeben wir uns auf die Suche nach dem zweiten Weisen. Nämlich den des Feuertempels. Und ich würde mal sagen, ohne große Umschweife, erstmal hier runter und rufen Epona herbei. Oh, der Bart juckt schon wieder, das ist ja unglaublich da. Yay, komm her, Mädchen. Truff da. Und let's go, ihr Ratten. Her! Her, Ratte! Los! Mal gucken, ob ich hier drüber springen kann. Das wäre natürlich übelst nice. Natürlich nicht. Wer hätte es erwartet? Über alles springt sie drüber, über die höchsten Zäune bei der Lon-Lon-Farm, aber sowas schafft sie nicht. Weiter, 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 weiter. Es ist eine lange Reise. Mama. Okay. Blip. So, und weiter. Und los. Und auf geht's. Und let's go. Und wir sind auch schon fast da. So. Herab. Sehr stylisch. Und hoch geht's. Gut, Kakariko ist natürlich die Zwischenstation von dem Ganzen. Hier kann man erstmal nichts machen, soweit ich mich erinnere. Wir haben ja hier den Fanghaken schon erfolgreich geholt. Ich weiß jetzt nicht so recht, normalerweise, ich weiß gar nicht, ob das hier geht überhaupt, der Fanghaken hier schon hierfür schon lange genug ist. Ne, natürlich nicht. Ist aber jetzt nicht so dramatisch, glaube ich. Ja, genau, halte ich mal fest. Da oben kriegt man nämlich auch noch ein Herzteil. Der fragt ja, wie bist du hier aufgekommen und so, und dann, genau. So, wir gehen jetzt aber auf dem Weg nach Vetania City. Nee, falsches Spiel. Zum Feuertempel. So, der erste. Oh. Aha, der geht ja schon mit einem Schlag down. Naja, mach ich mal. Ah ja, die rollen da immer noch fleißig rein, obwohl der Eingang eigentlich schon offen ist. Wir müssen jetzt erstmal einen kleinen Freund besuchen. Der gibt uns nämlich was ganz, ganz Nützliches. Wow, Alter, was ist denn hier kaputt? Ist das doof oder was? Warum das hier grün anzeigt, habe ich nie verstanden. Ich habe auch noch nie wirklich drüber nachgedacht, was passiert, wenn man da... ja, was man da spielen muss, dass da irgendwas passiert. Keine Ahnung, vielleicht ist es auch einfach nur ein Fail. So. Und hier sind wir auch schon. Jeder kennt es, jeder weiß, was es ist. Was wir jetzt brauchen, ist ein Bömmchen. Ich hoffe, es klappt sofort. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich denke mal... So, gehen wir jetzt mal gleich hier so. Ja, das war klar. Du Sau, was ist denn hier kaputt? Ich hab's gewusst.
Ich hab es gewusst. Dieser kleine Sauhund. Den muss man nämlich genau im richtigen Moment, muss man den mit der Bombe treffen. Aha. Alte Sau. Alte Sau. Ja, mit Sicherheit nicht. Den, den, den. Also für einen Speedrun wäre ich auf jeden Fall nicht gemacht. Alter, was denn hier gab heute? Gab es da noch eine andere Möglichkeit? Nee, ich glaube nicht. Das muss man halt genau abstimmen. Alter, was ist mit dir nicht in Ordnung? Mir gehen gleich die Bomben aus. Halt doch einfach an. Ah ja, prima, prima, prima. Wie konnte dir das gelingen? Du bist einer von Gendorfs Leuten. Hör meinen Namen und neige dein Haupt in Ehrfurcht. Aha. Ich bin Avenger, der größte Krieger der Großen. Da hast du wohl einen kleinen Fehler, wa? Was? Auch dein Name ist Avenger? Dann musst du der legendäre Dodongo-Jäger sein, der mächtige Avenger. Ja, natürlich. Darunia ist mein Vater. Kennst du ihn? Er benannte mich nach dir, weil du tapfer bist und viel für uns getan hast. Mir gefällt der Name. Ich könnte mir keinen besseren vorstellen. Avenger, für uns bist du ein echter Volksheld. Ich bin stolz, dich kennengelernt zu haben. Gib mir bitte ein Autogramm. Schreib für meinen Freund Avenger, den Goron. Oh, es mag ein schlechter Zeitpunkt sein, dich erneut um Hilfe zu bitten. Doch hör mich an. Mein Vater Darunia begab sich zum Feuertempel. Dort lebt ein Höllendrache. Höllendrache, Höllendrache, Höllendrache. Wenn wir uns nicht beeilen, ist mein Vater verloren. Heul, schnüff, Daddy. Du sollst ihn beruhigen, wenn du kannst. Am besten, du fragst ihn einfach etwas. Na klar, worüber willst du ihn befragen? Über den Drachen. Vor langer Zeit lebte eine diabolische Kreatur namens Volvagia in den Höhlen dieses Berges. Diese Drachenkreatur wütet auf grausame Art. Sie fraß Goron bei lebendigem Leib. Mit Hilfe eines legendären Hammers gelang es schließlich, Volvagia zu vernichten. So erzählt die Legende aus vergangenen Zeiten. Ich weiß, dass sie wahr ist. Einer der Vorfahren meines Vaters war nämlich derjenige, der die Kreatur vernichtete. Heul, schnüff, Daddy. Ja, genau. Du sollst ihn beruhigen. Frage ihn etwas über die Goronen. Vater war gerade nicht hier, als alle von Gendorf in den Feuertempel verschleppt wurden. Es war schrecklich. Gendorfs Leute fielen in unsere Stadt ein und nahmen alle gefangen. Jetzt sollen sie Volvagia geopfert werden. Vater sagte, dass Gendorf die Drachenkreatur wiedererweckt hat. Als Warnung an alle, die sich ihm widersetzen, will er den Tyrannen, die Goronen, dem Drachen Volvagia zum Fraß vorhelfen. Also brach Vater ganz alleine zum Tempel auf, um sie zu befreien. Bitte hilf ihm, Avenger. Möge diese Goronrüstung zum Gelingen deiner Mission beitragen. Bestimmt! Die Goronrüstung! Diese feuerfeste Rüstung passt nur Erwachsenen. Sie schützt vor extremer Hitze. Genau, machen wir alle Schotten wieder off hier. Was ist denn da los? Beton. Gut. Ja, ziehen wir die Rüstung doch gleich mal an. Das wäre ziemlich hilfreich und sinnvoll. Weil die brauchen wir jetzt, unbedingt. Brr. Brr. So, dann gehen wir gleich mal los. Vater sagte mir, ich solle nicht zulassen, dass ihm irgendjemand folgt. Doch bei dir, Avenger, ist das etwas anderes. Ich bin mir sicher, dass nur du uns helfen kannst. Sicher hilft dir auch der Ladenbesitzer weiter. Er hat sich irgendwo versteckt. Lass mich dir nun den geheimen Pfad zum Feuertempel zeigen. Versuche die Statue in Vaters Raum zu verschieben.
Ich weiß zwar jetzt... Oh, ich weiß jetzt zwar nicht unbedingt... Na, klasse. Wie der Ladenbesitzer mir weiterhelfen soll. Aber gucken wir halt mal rein. Mal gucken, wie, was, wie, wo da passiert. Willkommen. Oh nein, alle sind verschwunden. Ich bleib als einziger zurück. Ja, und wie soll der Typi mir jetzt helfen? Toll. Ist natürlich schön, ja. Hm? Ja. Brauchen wir ja nicht mehr spielen, hat sich erledigt. Gut, auf jeden Fall, der verschwundene Pfad zum Feuertempel ist natürlich hier. Da spart man sich einiges an Weg. So, und schon können wir hier rein und, ja, sind auch schon im Feuertempel. Also, nicht im Feuertempel, sondern in dem Todeskrater, wo man natürlich viele Sachen machen kann. Äftel, bin mir jetzt gar nicht mal so sicher. Hier war auf jeden Fall was. Können wir mal gerade gucken. Ach so, da kommt man ja noch gar nicht rein, ohne diesen komischen Hammer. Ja, alles klar. Gut, gehen wir mal. Hallo? Tja, war nicht schlecht. Ja, haben wir ja alles voll. Ich verschwende eigentlich nur Zeit hier. Was ist denn da los? So, ich denke mal, die Bombe brauchen wir auf jeden Fall. Den Bogen auch. Die Ocarina wird jetzt so nicht benötigt in dem Sinn. Glaube ich. Ist ja wurscht, die Toff. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall hin und dann kriegt man, glaube ich, oh, eine neue Melodie. Tja! Hallo! Wahre Freundschaft wächst, je länger sie besteht. Sie wächst im Herzen und wird mit jener Minute stärker. Die Leidenschaft, Blüte der Freundschaft, die jetzt schon in dir reift, wird dir weisen den richtigen Weg. Diese Melodie sei der Kraft der Freundschaft gewidmet. Lausche nun dem Bolero des Feuers. Wir lauschen. Wir lauschen, wir lauschen. Okay. Bingo! Ein noch Kaffee? Ja. Kalter Kaffee macht schön. Hat meiner gesagt. Boah, Junge. Yay! Du hast den Bolero des Feuers erlernt. Ja, das habe ich. Avenger, wir werden uns wiedersehen. So wie immer halt. Ne? Du Sau, warum? Der hat auf jeden Fall keinen Bock auf mich. Bum. Aber irgendwie schon. Aber irgendwie auch nicht. Also, ganz, ganz komische Geschichte. So, wir können jetzt eins machen, weil ich habe jetzt nicht mehr so viel Zeit. Wir können uns hier mal ein bisschen umschauen. Also hier vorne auf jeden Fall... Ja genau, da geht es auf jeden Fall, diese Wolke über dem Todesberg, sie bedeutet nichts Gutes. Ja, ach was. Da kommen wir aber erst später hin, glaube ich. Da kriegen wir auf jeden Fall ein Herzteil her. Schon mal. Da geht es zum Tempel rein. Und hier kann ich jetzt einfach mal schauen. Lustig. Du lustiger Mensch. Da habe ich auch keinen Bock, jetzt hier in die Lava reinzuknallen. Wow, Mama! Ich glaube, du hast einen Vogel. Okay. Ah! Aber da kriegt man doch auch nur Münzen her, oder? Oder geht's hier dann noch weiter? Ich weiß es gar nicht so wirklich.
Probieren wir es doch einfach mal aus. Wir werden das, war jetzt eigentlich ein Quatsch. Ich glaube, ich habe das noch nie wirklich gemacht. Finden wir es mal zusammen heraus. Ja, genau. Und wie kriege ich dann den jetzt da hinten? Achso, das kannst du jetzt nochmal spielen, oder was? Ah, siehst du, guckst okay. So, jetzt brauche ich natürlich den Fanghaken wieder, ist ja klar. So. Und wir kommen gar nicht so weit, richtig? Das war ja wieder sowas von klar. Ne, so weit kommen wir gar nicht. Okay, dann hat sich das natürlich auch erledigt. Ich finde es natürlich immer voll krass, dass der Fanghaken überhaupt nicht so weit geht. Naja, das hätte es wohl gerne gehabt. Wie schon gesagt, ich habe hier keine Lust, erstmal in diese Lava reinzufallen. Was gar nicht so leicht ist. So, geradeaus. Bam. Da oben ist auch noch ein Herzteil, da kommen wir aber später erst dazu. Okay, die Erkundungstour ist jetzt schon ziemlich schnell vorbei, würde ich jetzt mal sagen. Gehen wir einfach mal hier so rein und gucken mal, was wir machen können. So, und hier wären wir dann auch schon beim Anfang des Tempels. Hier haben wir auch schon wieder die allseits beliebten Fledermäuse, Ratten, wie auch immer. Für mich sind es ziemlich Ratten. Ich habe nicht... Oh, da ist ja schon was. Guck mal noch. Oh, das ist The Mass Key. Da kommen wir jetzt natürlich so noch nicht hin. Ist ja klar. Ich hoffe, der Part geht jetzt nicht schon zu lange. Ich möchte euch auch nicht so eich nötigen. Ein paar kleine Zielübungen. Bingo. So, da brauchen wir schon einen Schlüssel. Und hier haben wir schon die erste Tür. Oh, Darunia! Mein Blutsbruder, Ratte. Wer ist da? Bist du es, Avenger? Tatsächlich, Avenger! Hi, grüß dich! Du bist erwachsen geworden, ein richtiger Mann. Gerne würde ich mich länger mit dir unterhalten, doch die Zeit drängt. Erneut hat Gandalf Chaos gesät. Er hat die infernalische Drachenkreatur Volvagia aus dem Reich der Toten zurückgeholt. Zudem will er die gefangenen Goronen der Bestie zum Fraß vorwerfen. Als Warnung an alle, die ihm trotzen. Wenn das feuerspeiende Ungetüm aus den Höhlen des Tempels entkommt, wird Hyrule in einem flammenden Inferno versinken. Ich werde vorgehen und versuchen, die Kreatur zu bezwingen. Das wird nicht leicht, denn mir fehlt die Waffe, die in der alten Saga Erwähnung findet. Doch mir bleibt keine Wahl. Avenger, als dein Bruder, bitte ich dich, um diesen Gefallen. Während ich die Bestie fordere, solltest du meine Leute retten. Die Zellen, in die man sie gesperrt hat, sind über den gesamten Tempel verteilt. Hilf mir, Avenger. Klar werde ich das machen. Ich heiße natürlich Avenger und nicht irgendwie anders. So, der erste, den wir befreien wollen, möchten, wie auch immer, der ist da hinten. Ich hoffe, man kommt so... Ja, genau. Perfekt. Perfekt, Tulinski. Hier rüber und darüber. Jetzt wäre ich fast in mein Verderben gesprungen. So, den ersten werden wir jetzt mal befreien. So, grüß dich, servus. Die Qualen haben ein Ende, ich bin frei. Als Dank für meine Rettung verrate ich dir ein Geheimnis. Toll, ein Herzteil wäre besser. Um zu der Tür zu gelangen, hinter der Darunia verschwunden ist, musst du den Pfeiler, der aus der Decke ragt, nach unten fördern. Finde einen Weg, der dich die oberen Stockwerke bringt. Yay! So, perfekt. Schlüssel mi numero uno.
Wir haben. Ja. So ungefähr war das. So, jetzt gehen wir hier auch gleich schon wieder zurück, weil ich weiß nicht, ob da drüben auch noch was ist. Also ich finde diesen Tempel hier, der ist ein bisschen tricky, aber nicht so tricky, wie wie ich jetzt zum Beispiel den... Oh. Aha. Schauen wir doch gleich mal da rum hin. Hallo? Vielleicht kann uns hier auch die Vogelscheuche wieder weiterhelfen. Mal sehen. Und abgestürzt. Na, hervorragend. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein... Was, ich kann in der Lava laufen? Das ist ja cool. Sensationell. Das ist ja cool. Ohne mich zu verburning. Oh Mann. So, jetzt hat... Mal in diese Richtung. So. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall den... Der Fanghaken. Feuer! Und wollen wir wetten, dass hier gar nichts ist? Außer eine Fee, glaube ich. Ja. Oder mehrere. Nee, oder? Echt jetzt? Bomben und zwei Feen. Hervorragend. Gut, ist jetzt nicht weiter dramatisch. Die Feen brauchen wir nicht. Ich habe jetzt schon zwei Stück einstecken. Immer für den Notfall gerüstet. Ich hoffe mal, ich werde sie hier nicht brauchen. Die zwei Feen. Naja, hättet ihr wohl gern. Ja, genau, ich verschwinde. So, jetzt sind wir schon in Tür Nummer 1. Den Key haben wir schon verbraucht. Da vorne ist auch schon wieder was anderes. Ich glaube, wir gehen erst darüber, bevor wir hier rüber gehen. Oder wohl, da drüben ist auch eine Tür. Na, schauen wir einfach mal rein. Vielleicht hilft es uns ja weiter. Mal gucken. Man da so da hoch? Ne, war ja wieder klar. Ist aber auch wurscht. So, kommen wir auf jeden Fall auch da hoch. Auch gut. Nachdem er hier keinen Schaden nimmt, komischerweise. Verpingel dich, du. Hier müsste jetzt auch schon ja, hier brauchen wir auf jeden Fall Bombe. Wie schon gesagt, die Ocarina werden wir nicht brauchen. So. Ja, siehst du, ich bin so ein Killer. Ich bin so ein Killer. So, jetzt müssten wir hier genau den weiteren Spaß nach. So, die Qualen haben ein Ende. Ich bin frei. Lass mich dir als Dank dafür etwas verraten. Einige Schalter dieses Tempels lassen sich nur mit Gewalt aktivieren. Das Relikt der Goronen kann dir dabei helfen. Also behilflich sein. Brimalinski. The next key! Yay, ein kleiner Schlüssel, verwende ihn mit Bedacht, bla 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 bla. Mit Bedacht steht er gar nicht, oder? Kann ich jetzt gar nicht sagen. Gut, Brimalinski. So, haben wir das schon mal erfolgreich erledigt. Jetzt wollte ich auf jeden Fall da hinten nochmal nachschauen. Kommen wir nicht so lange rum. La 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 la, la la la. Gehst du mal da hoch? Oder hast du keinen Bock? So, jetzt. Prima. Jetzt gehen wir da drüben hin. Ich habe nämlich gesehen, da sind Blöcke, die man mit der Ocarina, mit der Hymne der Zeit praktisch deactivaten kann. Bin mal gespannt. Ich finde das krass, dass man hier über die Scheiße laufen kann. Das ist echt übel. Jetzt gucken wir doch mal. Oh. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ah, doch, ist doch eine normale Tür noch. Ja. Und hier auf jeden Fall. Ja, hier ist noch ein weiterer Schlüssel versteckt. Bevor ich hier nämlich zurücklaufen muss. Wäre nicht so klug. Meine Qualen haben ein Ende.
lass mich dir ein Geheimnis anvertrauen, ja. Wände, die du mit dem Relikt der Goronen zerstören kannst, klingen hohl, wenn du mit dem Schwert dagegen schlägst. Schlauer Bengel. Hallo? So, jetzt. Ich frage mich sowieso, warum in dem Tempel überhaupt Zellen eingebaut sind. Weil im Tempel hat man eigentlich keine Zellen. So, jetzt brauchen wir die Ocarina der Zeit. Das ist der Ock of Time. So, perfekt. Ich weiß nicht, ob man da hoch muss, hoch sollte, hoch kann, ob das so vom Spiel her vorgesehen ist, keine Ahnung. Wir probieren es einfach, so. Nee. Ach ja, zu Volvagia mal zurückzukommen. Es ist nicht ganz richtig, dass das, was er gesagt hat, dass es eine Höllenkreatur ist und so weiter. In dem Manga wird zum Beispiel beschrieben, dass Volvagia ein Links bester Freund ist. Und er dann am Schluss sogar gezwungen war, Volvagia zu töten. Das ist eine ziemlich traurige Geschichte. Für alle, die es wirklich interessiert, einfach mal das Manga anschauen. Es ist echt toll. Also, hat mich auch berührt. Ganz tief drin. So, jetzt ist aber genug hier mit dem ganzen Scheiß. So, fertig. Mal gerade gucken hier. Der wird jetzt erstmal gerade betäubt. Weil ich habe nämlich jetzt gar keinen Bock auf den. Oh. Der verschluckt einen nämlich. Und so und... Oh nein! Du Ratte. Perfekt. Komm, spuck was aus. Was eh wieder nur Münzen oder sowas. Rubine meine ich. Damit. So, wir haben eine Skulptur und dafür jetzt den ganzen Müll hier gemacht oder was. Heißt jetzt auch nicht weiter dramatisch. So, wir haben auf jeden Fall zwei Schlüssel, die können wir erfolgreich irgendwo nutzen, hoffe ich, denke ich, glaube ich. Das wird schon alles gut werden. So. Oh, vielen Schrank auch. Ach, jetzt kann mir die Lava was anhaben, das ist sehr interessant. Ja, und schon wieder. Jetzt auf einmal, so eine Ratte. Wo sind wir jetzt eigentlich? Gib mal ein Herz. Och nö, warum denn nicht? So, jetzt sind wir auf jeden Fall bei dem ersten, bei der zweiten Tür, wo man einen Schlüssel braucht. Einen von zwei haben wir ja. Oh yeah, das erste, was hier so ein bisschen tricky ist. Wenn wir gerade hier rumgucken, hängen nämlich überall so komische Viecher an der Decke. Die müssen wir auf jeden Fall noch unschädlich machen. Genau deshalb. Jetzt so. Oh. Bisschen rüber. Drüben müssten auch noch welche sein. Weil ich klettere ungern da hoch und habe dann so eine Überraschung. Da habe ich nämlich gar keinen Bock drauf. Hätte ich natürlich auch einfach in der Schießbude in Kakariko hätte ich jetzt eigentlich noch den großen Köcher holen können. Aber ist egal, ist egal. So, jetzt klettern wir mal hier hoch. Genau, hier sind wir richtig. Hier sind wir richtig. So, den müssen wir nämlich jetzt da runterschieben. So, beam mich hoch, Scotty, hätte ich mal gesagt. Yay! So, hier ist auch schon die zweite Tür. Hätte man den Einschlüssel jetzt nicht geholt, wäre mal ganz schön, ja, wie soll ich das sagen, gearscht. Gut, auf jeden Fall an dieser Stelle beende ich erstmal meinen Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, schaut auf jeden Fall bei meinen anderen Playlists mal vorbei. Und beim Tauli auf jeden Fall.
habe ich ja schon oft genug erwähnt, warum und wieso, weshalb. Und lasst mir auf jeden Fall einen Comment da, wie euch das Video gefallen hat. Zumal ich immer noch keinen Comment gelesen habe, wie ihr das mit der Facecam findet. Ja, und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und schaltet wieder ein. Wenn es wieder heißt, Ocarina of Time, Let's Play with Avenger. In diesem Sinne, bis dann.